So, wir schauen uns jetzt hier in diesem Video einmal die San Diego Incidents Found Footage oder das Found Footage Video an. Von einem Creator, das heißt, das Ganze ist ein Fanfilm, ein animierter Fanfilm, wenn ich das richtig gesehen habe. Diesmal aber auch von einem anderen Creator, der sich Creenautische nennt, glaube ich zumindest. Ich werde es hier gerade mal einblenden. Wir gucken da jetzt auf jeden Fall mal rein. Und wie immer, ganz klar, auf jeden Fall auch diesen Creator bitte unterstützen. Am besten mit einem Like, mit einem Abo, wenn euch der Kanal gefällt. Und das Video am besten so oft teilen. Denn wenn wir schon eine Reaction auf Fremdcontent machen, ist es immer ganz wichtig, dass wir den Creator unterstützen, von dem das Video eigentlich kommt. So. Damit switchen wir gerade mal rüber und da unten könnt ihr auch dann schön den Namen sehen. Ich werde ihn auf jeden Fall auch nochmal oben in der Ecke hier verlinken. Auf der Seite, nee, auf der Seite ganz oben in der Infocard. Auf jeden Fall mal draufklicken, das Video vielleicht auch einfach mal so anschauen für die Aufrufzahlen und den Creator dabei unterstützen. So, dann gehen wir jetzt mal hier ins Vollbild. Ich habe schon gesehen, das Video kriegen wir leider nicht auf 1080 Pixel. Das Maximum sind 480 Pixel. Aber das macht nichts, denn wichtig ist hierbei, dass wir einen Found-Footage-Film haben, der wohl auch in VHS-Stil gehalten werden soll. Können wir jetzt auch hier ganz schön sehen, das Ganze ist ja wirklich jetzt fast quadratisch und von daher müsste das eigentlich passen. Ich bin sehr gespannt drauf, was wir jetzt hier zu sehen bekommen. Ich gehöre ja zu den Leuten, die die San Diego-Szene wirklich gut finden. Viele mögen die auch nicht. Das ist. Diese ganze San Diego-Szene mit dem T-Rex fühlt sich natürlich auch schon sehr aus dem Film gezogen an. Aber ich fand das immer ziemlich geil. Mal gucken, was wir jetzt hier zu sehen bekommen, was hier noch dazu gedichtet wurde. Das Ganze ist natürlich nicht offiziell Kanon. Es ist ein Fanprojekt und wir schauen mal, ob das einigermaßen gut rüberkommt, die ganze Nummer. Und ja, es ist auf jeden Fall in einem sehr, sehr schönen. In einem sehr, sehr schönen Found-Footage VHS-Stil gehalten. Okay, also er nimmt auf jeden Fall die Schritte vom T-Rex wahr. Aber er kann selbst noch nicht so ganz genau einschätzen, was das ist und wo es herkommt. Macht ja auch Sinn. Da kommt man ja nicht sofort drauf. Das hätte ich auch in Jurassic World Dominion sehen wollen. Stellt euch mal vor, wir würden einfach so einen Found-Footage-Film von Jurassic Park bekommen. Er rennt auch noch hin, ist der bescheuert? Ja gut, der ist halt wirklich nicht helle, ne? Jetzt müsst ihr euch einfach mal wirklich vorstellen, ein Film wie Wreck oder auch, man kennt ja tausend von. Das war jetzt aber noch mal krass zum Schluss. Okay.
Warum nicht? Warum nicht? Ein Found-Footage-Film aus dem Jurassic Park-Universum, genau in dem Stil, wie jeder andere Found-Footage-Film eben auch. Einfach aus der Sicht von normalen Leuten, die möglicherweise, von mir aus auch nach Jurassic World Dominion, wenn Dinosaurier eh auf der ganzen Welt leben, aber das ist so, zeigt das so ein bisschen den Dino-Horror dahinter. Bin gerade ein bisschen geschockt jetzt wegen dem Schluss. Das habe ich echt nicht kommen sehen. Ja. Schreibt mir gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare unten rein. Ich fand's geil und bin raus mit dem Video. Ja, bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ciao. Das war echt heftig jetzt nochmal. Mann.